Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Behandler bei Batman Arkham City. Die Dinge stehen schlecht. Der Joker hat Batman hier überwunden und Protokoll 10 wurde aktiviert. Zerstörung von Arkham City, so wie es aussieht, hat begonnen. Selina hat uns nach einigen Überlegen gerettet. Und Leute, nun wird das Spiel richtig geil. Und Leute, jetzt kommt das Batman-Theme. Und es ist geil. Protokoll 10 ist aktiv. Und wir sehen, was für ein Ausmaß das hat. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wanda Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Wayne-Tech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von 1000 anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. So, und ihr erinnert euch noch an diese lustigen Kampfhelikopters? Ja, diese lustigen Kampfhelikopters sind nun das, was draufsteht. Kampfhelis. Und sie bombardieren alles, was nicht nied- und nagelfest ist. So, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, kann ich überhaupt noch den einen schönen Titanwälder finden? Ich weiß es nicht. Aber eins ist sicher, Mann, das Bombardement hier hat begonnen, Mann, und alle sind hier tot, Mann. Verstorben. Verständlich. So. Aber ich muss jetzt da nochmal kurz rein, den Titanwälder vernichten, Mann. Leute, dieses, das Batman-Film, das Arkham City-Film, was hier im Hintergrund war, ist so episch, Mann. So, aber jetzt muss ich erstmal diesen scheiß Behälter finden. Weil das hat mich gerade so aufgeregt, Mann. Da ist er doch. Warte, wo? Und ich habe ihn vorher einfach übersehen, Mann. Mann, jetzt nervt er mich schon wieder, Mann, dieser blöde Behälter. Da. So. Jetzt, nachdem alle Titanbehälter zerstört sind, sollte ich mal nachsehen, wie es bei Bane aussieht. Bei Bane sieht es immer gut aus. So, jetzt könnte man die Mission schnell zu Ende machen. Und wir gehen kurz zu Northreese, Mann. Weil, Leute, wir sind zwar Batman und wir müssen eigentlich Gotham hier retten, also Arkham. Und auch wenn es alle Verbrecher, Mörder, Vergewaltiger, Bombenleger und was auch immer sind, wir haben vieles zu tun. So. Und diese Kampfhelis feuern auch übrigens jetzt auf uns. Also eigentlich ist es keine geile Zeit, um jetzt hier Sidequests zu machen, aber nur gut. I'm Batman. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Hab keinen Sichtkontakt mit Batman. Kann man den nicht irgendwie deaktivieren? Kaputt machen? Wäre irgendwie gar nicht mal so schlecht. So, ihr seht, Hunderte, wenn nicht gar schon Tausende, sind hier ermordet worden. Und das alles mit der Begründung dieses Protokolles 10, was hier Strange gemacht hat. Verzeihung. So. Und die sind auch nicht so gesprächig auf uns, Mann. So. Denn Bruce Wayne sollte ja eigentlich schon tot sein. Trotzdem haben wir irgendwie überlebt. Und das müssen wir definitiv nur nutzen. Ziel wurde getroffen. So. Aber trotzdem, Mann. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein paar Sidequests machen, Mann. Wir machen jetzt noch ein paar Sidequests. Ich meine, immerhin haben wir jetzt keine normalen Typen, die uns stören hier. In unseren Erlebnissen, Mann. So. Und. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. So wie es aussieht, ist eh nicht mehr viel davon, Gotham hier. Was ist denn da? Ach, irgendwelche Gasrohre. Interessiert mich nicht, Mann. So. Ah. Was habe ich denn da? Habe ich da eine Tür? Nö. Doch, habe ich. Sehr schön. Scheiß Tiger.
Kamera in Sektor 4 ist ausgefallen. Tür verschlossen. Sehr schön. Aber ich glaube, genau hier müssen wir sogar rein. Warte mal. Geh doch da hoch, Batman. So. So, der eine Helikopter scheint uns nicht anzugreifen. Oder haben wir den schon gescannt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. So. Ach. Genau. Ihr könnt 20 Insassen streichen. Ihr seid so krank, Mann. Aber Leute, es ist wirklich ein krasser Moment, Mann. Also, ernsthaft, Mann. Gotham liegt wirklich in einer Asche, wie wir es noch nie davor gesehen haben. Alle Ziele bekämpft. Die Frage ist natürlich nur, wie Strange so mächtig geworden ist. Aber wir werden das sicher gleich erfahren. Aber erstmal noch ein bisschen Seifes. So. Bam. Jetzt haben wir den Eingang hier gefunden. Sehr schön. Genau das wollte ich, Betsy. So. Da will ich hin. Und jetzt retten wir erstmal hier Mrs. Freeze, dann gehen wir zu Bane und dann versuchen wir Hugo Strange, retten Talia, wenn sie nicht schon hier ermordet ist vom Joker, weil ich glaube, dem Joker ist eigentlich von Sterblichkeit egal. Der will einfach nur ein bisschen rummorden, so wie immer. Und dann holen wir uns erstmal die Tür. Wie entscheiden wir denn jetzt, wer den Eiswürfel behalten darf? Ich will sie, ich bin dran. Sonst bist du immer dran. Wie wäre es mit Schere, Stein, Papier? Kann man das zu dritt überhaupt spielen? Geht das? Das geht, na komm, machen wir es. Eins, zwei, drei. Immer Papier, wie wahrscheinlich ist das denn? Sehe ich aus, als wäre ich auf einer Schule gewesen? Eins, zwei, drei. Kanone schlägt Papier. Nein, Kanone schlägt kein Papier, halt dich an die Regeln. Eins, zwei, drei. Was zum Teufel ist das? Dynamit. Ach, um Himmels Willen. Nochmal. Eins, zwei, drei. Sicher, dass das mit drei Spielern funktioniert? Klar, mach schon. Eins, zwei, drei. Ich hatte doch gesagt, kein Dynamit. Was war das? Drei von drei? Das wird eine lange Nacht. Eins. Da habt ihr aber recht, Mann. Tut mir eigentlich echt leid, dass ich euch ausdocken wollte, weil ihr seid so cool, Mann. So. Das war echt ein verdammt cooler Move, Mann. So, Mann. Komm schon. Bam. Komm, die muss man ausnocken, Mann. So, kein Dynamit. So. Du bist tot, Bats. Das ist genau wie die Leute, die Gott benutzen bei Flieflaflu, Mann. So, oder Spock. Komm, hau den erstmal um. Ach komm schon, ich will diese scheiß Schilder verschotten. Komm schon. Irgendwie nervt mich das gerade, wenn jeder hier was zu schmeißen hat. Okay, neuer Plan. Anstatt Schilder zu verschotten, tu mal lieber dich verschotten. Ach komm. Alter Mann, ich komm gerade nicht zurecht, Mann. Die machen mich hart fertig, Mann. Ich krieg's gerade nicht hin, Mann. Leute, aber das ist auch irgendwie eine scheiß Kombi. So, jetzt hol dir den mit dem Kackschild. Wer ist dein Boss, Mann? Kann man den kaufen oder so? So. Jetzt hat er sich schon wieder sein Schild genommen. So. Und zack, 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 zack. So, das war jetzt irgendwie ziemlich schwer, Mann. So, und da ist sie. Freeze' Frau ist in Sicherheit. Das sollte ich ihm sagen. Naja, Sicherheit ist natürlich relativ. Wenn man vergisst, dass hier Gotham gerade bombardiert wird. Aber eben, Mr. Freeze, Mann, für den ist es ja kein Problem. Gefrorener Köder.
Okay. Dann schauen wir wieder. Das wunderschöne Goffe, Mann, Mann. So. Den verdammten Kampf. Die müssen wir neutralisieren. Jetzt ist doch ein perfekter Zeitpunkt für meine Challenges. Für meine erweiterten Realitätstrainings-Challenges hier, oder? So. Gott. Einer von euch muss doch diese dummen Codes haben, Mann. Komm. Auch nicht. Diese verdammten Dreckselis, Mann. Wutzer! Oh, das ist doch unser Front Rider, oder? Oh. Ich hoffe für ihn. Ah, nee, das war der Typ, der von Deadshot getötet worden ist. Naja, Deadshot ist ja. Wenn ihr den erwischt, da würde ich jetzt nicht so sehr drum weinen. So, hier natürlich wieder alles tot. Jetzt schnappen wir uns erstmal kurz den Heli da. Obwohl, das ist doch ein bisschen weiter weg, als ich erwartet habe. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. So, was müssen wir bloß unseren Battle Run Bad hier machen? Komm, keine Verbindung unterbrochen. Komm, scan. Das war, weil mein Cape mir im Weg war. So, Police Department und Bane's Versteck. Gehen wir erstmal zu Mr. Freeze, Mann. Das machen wir ganz schnell. Mehrere Ziele neutralisiert. In der Hoffnung, dass die uns nicht sehen. Da ist auch noch einer. So. Einer von euch muss doch hier die verdammten Codes haben. So. Wärmeabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Boah, das ist echt grausig, Mann. So. Ach, kommen wir hier überhaupt rein? Mr. Freeze hat ja das Gebäude hier zugeeist. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Aber diese verdammten Typen sind ja doch überall, Mann. So, ich glaube, ich komme da eh nicht mal rein, da vorne. Ziel wurde getroffen. Aber vielleicht hat der dumme Mr. Freeze auch einfach mal die Tür aufgemacht, Mann. Jetzt sind wir sogar auf seiner Seite, Mann. Ah, okay, der hat sie eh zugeist. Ja. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. So, wo haben wir denn jetzt? Es ist so nervig, Mann, wenn die Leute immer die Haupttür versiegeln, Mann. Und da ist man immer gewohnt, ja, ich gehe immer durch die Haupttür und dann ist die Haupttür einfach weg. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Liebe Leute, Mann, ich finde das nicht lustig. Mir macht das keinen Spaß gerade, wenn ich nicht weiß, wo ich lang gehen muss. Ziel wurde getroffen. Ja gut, Freeze, Mann, mir ist das ja scheißegal, Mann. Ist ja deine blöde Frau, Mann. So, komm. Okay, Labor von Mr. Freeze? Ja, Labor von Mr. Freeze. Aber wo das ist, wo der Eingang ist, das kannst du mir auch nicht sagen, Spiegel. Dachte ich mir fast. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. So, da ist der dumme Kampfheli. Den ignorieren wir einfach mal. Und vielleicht, in Gottes Namen, ist es mir doch irgendwie erlaubt. Oh. Bitte! Tu's nicht, Mann! Lass mich in Ruhe! Bumm. Ihr könnt 20 Insassen streichen. Ihr habt gerade größere Probleme als mich. So, Ziertür. Warte mal, ganz kurzer Cut, bis gleich. Ah, oh, ist das unlustig, dieses. So, liebe Leute, jetzt ist mir wieder eingefallen, dass das die Stelle war, wo Vicky Vale war und wo sie abgeschossen worden ist. Jetzt ist mir wieder eingefallen, dass hinten der Eingang ist, aber der schon mal die versteckte Eingang. Das hätte man schon ein bisschen schöner machen können, egal. Machen wir halt alle Türen vorne zu, weil das ist ja sehr lustig. So, Mr. Freeze, Mann. Evas von Norris, willst du nochmal gegen uns kämpfen, Mann? Ich mach dich nochmal platt, Mann. Allein für diesen dummen Eingang. Für das du den Kack schon wieder machst hier, so. Ich habe sie. Sie ist in Sicherheit. Nora, wo ist sie? Sie war in Lagerhaus 5B im Falcone-Frachtlager eingesperrt. Sie ist in Sicherheit, Victor. Du kannst zu ihr gehen. Danke, Batman. Ich hab dir misstraut. Tut mir leid.
Nora gerettet. Okay. Mr. Freeze haben wir freigeschaltet. Das ist aber sehr schön. So, Dala, dann müssen wir jetzt im Endeffekt nur eine Sache machen. Und zwar Bane finden. Und wenn wir Bane gefunden haben, dann heißt es noch, die restlichen Healys scannen. Und hoffentlich irgendwie die Codes für den Arkham Tower hier finden. Denn dann so, für den Wonder Tower. Ansonsten haben wir eh keine Möglichkeit reinzugehen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Und Leute, dann geht's halt richtig los. Bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich dann aber erstmal. Ich war's, euer Dempsey Morphix. Und bis dann. Ciao.